Ja, zu Xardas wäre jetzt eigentlich die einzige sinnvolle Alternative. Denn wir könnten zwar in das alte Lager gehen, aber das ist erstens ein recht großes Risiko. Denn die ganzen Gardisten, die ganzen Schatten, Erzbarone werden alle auf uns losgehen. Und selbst wenn wir sie besiegen würden, hätten wir davon nichts. Außer dass es jede Menge Menschen weniger in der Kolonie gibt. Also nein, wir teleportieren uns zu Xardas und schauen, was er zu sagen hat. Mit etwas Glück hat er seine Spruchrolle ja fertig. Und wenn nicht, hat er vielleicht eine Idee, wo wir noch hingehen könnten. Denn wenn die Rüstung für ihn jetzt schon ein Artefakt war, das nicht wert war, geborgen zu werden, dann wird er bestimmt noch irgendwo anders nette Sachen liegen haben. Ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Oriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Oriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Na gut, er will anscheinend nicht mitkommen zu den Wassermagiern, denn er wäre ja ein Magier. Na gut, schauen wir uns da mal um. Aber erstmal brauchen wir einen Mana-Trank. So. Milton? Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Ja, Milton wäre genau der Richtige. Und da wir ihm ja schon mal geholfen haben, ist er vielleicht auch gewillt, uns zu helfen. Nun sprich, worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt! Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow, was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und... zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut, wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Gut, also zum Erzhaufen würden wir kommen, wenn wir jetzt einfach an Saturas vorbeischlendern und den langen Gang runterlaufen. Das Problem ist, da stand eine Wache. Gucken wir mal kurz unsere Schriftrollen durch, ob wir noch einen Schlafzauber oder etwas ähnliches haben. Denn die Wache hat uns ja nun wirklich nichts getan. Und das wäre nicht wirklich nett, wenn wir ihn umbringen würden. Wir haben ganz viele Runen. Wir haben freundlich Stimmen. Das könnte funktionieren. Wir könnten ihn einfrieren kurzfristig. Und sonst...
Ganz viele Verwandlungszauber. Nee, wir haben keinen Schlafspruch. Das ist schade. Sei gegrüßt. Nee, er hat auch nichts im Angebot. Na gut, dann müssen wir gucken. Entweder versuchen wir ihn einfach so niederzuschlagen, ohne ihn umzubringen. Oder wir warten ab, bis er mal seinen Posten verlässt. Was aber recht unwahrscheinlich ist. Aber gut, schauen wir einfach mal nach. Milton müsste ja inzwischen schon unten sein. Ah, ist auch schön weit weg. Das heißt, wenn wir hier unten irgendwas anstellen, werden sie es nicht direkt hören, die anderen Wassermagier. Oh, und vielleicht hat Milton die Wache hier auch schon ausgeschaltet. Das wäre natürlich noch besser. Ah, hier liegen schon überall einzelne Erzbrocken rum. Das ist ein gutes Zeichen. Und ja, die Wache ist weg. Sehr schön. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Dann kann es ja losgehen. Sehr viel Erz. Sehr schön. Oh oh. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt! Eine sehr gute Idee. So, wir haben jetzt Ugezell. Sehr, sehr schick die Klinge. Damit dürften wir auf jeden Fall den Ork-Schaman erledigen können. Gucken wir, ob Xardas noch irgendwas Neues für uns hat. Und sonst müssen wir... Ach, diese doofe Leiter. Sonst müssen wir halt einfach zum Ork-Tempel zurück. Und davor alleine weiterschauen. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich! Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Ich suche magisches Wissen. Gut, da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet von ihm. Aber sei es drum. Hatte noch irgendetwas, was wir gebrauchen könnten? Ein Golem beschwören, das könnte noch praktisch sein. Davon nehmen wir mal ein, zwei Sachen mit. Und diese Armee der Finsternis. Ne, mit sowas wollen wir uns nicht anlegen. Die paar... Oh, ne, die immer noch nicht. Die paar Skelette, die wir beschwört haben, das war schon schlimm genug. So, dafür kriegt ihr jetzt ein bisschen was an Ruhen. Wir haben ja jede Menge bekommen von den Skelettmagiern. Die können alle weg. So. Und jetzt müssen wir zurück zu der Orkstadt. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Können wir von hier aus irgendwo abkürzen? Wir könnten doch bestimmt da unten ins Wasser springen, oder? Oder darüber? Er hätte seinen Turm wirklich ein wenig
zugänglicher bauen können. Probieren wir es mal da. Autsch, aber es ging. So, Heiltrank wird schnell geschluckt. Oh ja, das ist eine sehr schicke Klinge. So, Heiltrank. Heiltrank. Geschwindigkeitstrank. Und auf zu den Orks. Diesmal wird uns das Ulumulu nicht wirklich helfen. Nehme ich einfach mal an. Und selbst wenn, wir haben jetzt keine Teleportationsschriftrolle mehr. Das heißt, wir müssen irgendwie an die Statue kommen. Und um die Statue herum waren die ganzen Schamanen. Also können wir uns gleich von vornherein den Weg durchhacken. Da war das nicht. Hier links irgendwo müsste diese große Brücke gewesen sein. Der Richtung. Hier waren überall die Echsen. Ja, scheint der richtige Weg zu sein. Und vor allem jetzt mit Uriziel und dieser neuen Rüstung dürfte es wirklich absolut kein Problem sein, die normalen Orks niederzuschlagen. Wir töten jetzt ja schon die Zombie-Orks und die Zombie-Ork-Schamanen mit einigermaßen Leichtigkeit. Da werden normale Orks uns nichts mehr tun können. Hat Urshak noch irgendwas zu sagen? Nein. Na gut, Urshak. Dann wünsch uns Glück. Wir versuchen jetzt den Schläfer aufzuhalten. Wenn das denn soweit alles klappt. So. Kommt her. Ja, noch könnt ihr tanzen. Die fangen irgendwie Feuer. Ja, die Klinge ist auf jeden Fall magisch. Lauft, Orks, lauft. Es lässt einen schon leicht größenwahnsinnig werden, wenn eine Horde Orks vor einem wegläuft. So, bei den Schamanen müssen wir jetzt aber vorsichtig sein. Wir haben bestimmt irgendwelche Zaubersprüche im Petto. Oh, 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 oh. Ja, sollte es nicht übertreiben. Die waren schon wesentlich zäher. So, da hinten sind noch zwei Orks. Die scheinen sich aber erstmal zurückzuhalten. Und da hinten sind die Schamanen. Frische Heiltränke geschluckt und einfach ganz schnell hingelaufen, bevor sie dazu kommen zu zaubern. Und ran da. Ein Niederschlagen, bevor die anderen überhaupt was merken. Und dann gucken wir weiter. Ja, so viel dazu. Au, 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 au. Nein, 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 komm. Ganz schön zäh. So, das war's mit den Schamanen. Die waren eigentlich die größte Bedrohung hier in dem Lager. Nehmen wir deren Sachen alle mal mit. Und danach müssen wir an die Statue da oben rankommen. Die da. Dafür benutzen wir doch einfach mal einen Telekinese-Zauber. Wo wir natürlich wieder einen Mana-Trank trinken. Ja, so viel zu den Orks. Eine wirkliche Bedrohung für die Kolonie dürften die jetzt nicht mehr sein. So, Telekinese. Wo bist du? Eisblock, Licht, Monsterschrumpf und Golem beschwören. Telekinese. Auf die Statue. Warum kommst du nicht runter? Na also. Und
was müssen wir jetzt mit der machen? Gucken wir mal ans Tor. Hier ist irgendwo eine Vertiefung. Die Statuette bewegt den Hebel. Na gut. Dann mal runter hier. Den Weg haben wir es ja schon zweimal freigemacht. Einmal beim Weg nach drinnen, einmal wieder nach draußen. Schauen wir mal, ob jetzt wieder irgendwas sich uns in den Weg stellt. Und wenn nicht, dann können wir gleich durchlaufen bis zu dem Schaman, den wir nicht verletzen konnten. Lauschen wir mal. Hören schon mal nichts Auffälliges und auch hier im Eingangsbereich scheint sich keiner uns in den Weg zu stellen. Sehr gut. Speichern wir ab. P97.